So, hallo, herzlich willkommen zur Partie Olympique Lyon gegen Zenit St. Petersburg. Es regnet und mein Kollege kann das Spiel auch mitschauen, aber er kann leider nicht mitkommentieren. Wenn er was zu sagen hat, sage ich es euch durch. Ja, was ist deine Einschätzung zum Spiel? Lyon gewinnt, sagt er. Okay, ich muss mal kurz das Rollo in meinem Zimmer herunterlassen. Sag du mir bitte, wenn was passiert, dass ich dann hinschauen kann. Jetzt nochmal kurz die Aufstellungen werden dadurch gemacht. Jetzt bin ich eh schon wieder da. Also, was sagst du zur Aufstellung? Dies. Ja, aha. Ich habe nur auf 30 gestellt, genau. Dani. Jetzt Kerschakov. Ja. Brian. Ah, Bruno Alves, Schirkov, Lombert, Dani, Hubokan, Hubosan oder wie auch immer, Einwurf. Denisov, Hubokan flankt, ah, Gokuf, Pri. Schokuf, ja, mein Freund sagt immer Gokuf, jetzt weiß ich immer nicht genau, wie der heißt. Dani Kerschakov. Michel Bastos. Da muss er flanken eigentlich. Geklärt. Schokuf. Brio. Revier, Gokuf, Toulalo, Briand. Der hat im letzten Spiel schon gespielt, hat er auch Weltklasse gehalten. Okay. Jetzt gibt's Freistoß. Gute Position. Sagst du dazu? Zu dieser Position? Es könnte durchaus ein Tor fallen. Das ist auch meine Meinung. Ja, der kann Freistöße. Ja, hätte er noch mit ein bisschen mehr Wumms schießen müssen. Dani. Brian. Nein, man kann uns nicht beide hören. Dani Kerschakov. Brian. Lisandro. Bruno Alves ist da. Dani. Revier. Auf Lisandro. Lisandro, warum spielt er da nochmal ab? Hätte er doch gleich schießen können, oder? Welchen?
Ja, BBVA Cup. Tulala. Danny. Danny geht da alleine. Der ist alleine. Der ist ganz alleine. Keiner half ihm. Zeitwurf. Hugo kann. Danny. Danny muss flanken. Geht zu weit. Sirkov wollte den Volley nehmen. Schießt aber direkt an die Brust von seinem Vordermann. Okay. Kerschakov. Oh. Bruno Alves. Bis drauf. Schirkov, Danny. Danny. Hubokan. Oh. Wieder gute Position für Danny. Aber da könnte er es jetzt als Hereingabe versuchen. Das macht er auch. Das ist nicht das 1-0. Hugo Lloris hat da wunderbar pariert. Michel Bastos. Gokyf. Goku. Gosuf, Gokyf, sagen wir einfach mal. Jetzt Eckball. Neun Minuten Nachspielzeit. Sehr viel. Und jetzt ist Halbzeit bis zur zweiten Hälfte, bis zu den 42 Minuten.